Willkommen hier im heute leider etwas regnerischen Ludwigshafen. Wir sind hier zur sogenannten Cream 21. Ich denke mal, die Youngtimer Rally in Europa. Die gibt es bereits seit 2002. Damals hat alles mit 45 Fahrzeugen angefangen. Heute sind hier über 200 Autos unterwegs. Wir freuen uns drauf und hoffen auf besseres Wetter. Im Zentrum des Interesses der Teilnehmer der Cream 21 steht schlicht und einfach Spaß. Es ist keine Kaffeefahrt, wo gewunken wird, sondern ihr seht hier nur fröhliche Gesichter. Ohne Ernst, in eigenen Autos. Cream 21 ist einfach nur geil. Die ist einmalig und geil, mehr nicht. Unser Cream 21 Einsatzfahrzeug ist ein BMW M3 E30 Cabrio aus dem Jahre 1991. Das ist mein Fahrzeug gewesen. Das hatte ich damals als Kind als Poster an der Wand in Rot. Diesmal fahren wir in Dunkelblau. Und es ist also wirklich ein Traum, jetzt mit dem Fahrzeug zu fahren. Natürlich fährt sich so ein M3 Cabrio fantastisch. Für mich ist das, ich hatte zu der Zeit, als der aktuell war, hatte ich einen 318er. Für einen M3 hat es nicht gereicht, überhaupt nicht. Auch heute geht es leider nicht mehr. Und jetzt noch im Cabrio sitzen, das macht schon richtig Spaß. Und es ist halt wirklich nochmal Auto pur. Also so wie früher, kein Schnickschnack, einfach nur Auto. Das Wetter macht uns im Laufe der Tage noch den ein oder anderen Strich durch die Rechnung. Doch das hält die Teilnehmer nicht davon ab, bei den sogenannten Wertungsprüfungen und natürlich auch beim Fahren richtig viel Spaß zu haben. Selbstverständlich steht auch das bekannte Kofferspiel mit auf dem Plan. Die erste Aufgabe? Schaue 21 Sekunden in den Koffer und merke dir möglichst jedes Detail. Später wurde dann gefragt, wie viele Teile waren im Koffer? Tag 2 führt uns von Ludwigshafen nach Nürnberg. Mit uns unterwegs sind automobile Zeitzeugen aller Marken, deren stolze Besitzer jeden Kilometer hinter dem Steuer sichtlich genießen. Bei gutem Wetter starten wir am dritten Tag in Nürnberg direkt mit offenem Verdeck. Unser Dreier BMW Cabrio bereitet uns so auf dem Weg nach Leipzig besonders viel Spaß. Zusätzlich prüft man unsere Fähigkeiten unter anderem beim Teebeutel-Weitwurf und Riesenjenga. Die Strecken sind zum Verlieben und zum Mittagsstopp geht es ins Deutsche Dampflokomotivenmuseum. Ich finde es prima, wenn Hersteller sich engagieren, damit sowas passieren kann. Vor allem, damit es auch diesen Rahmen hat. Denn es ist halt für die Vereine extrem schwer, sowas auf die Beine zu stellen. Und wenn ein Hersteller, gerade ein großer Hersteller, sich engagiert, dann wird die ganze Geschichte leichter. Und davon profitieren einfach alle. Ich finde das definitiv richtig und wichtig, dass man sich auch um die Tradition kümmert. Denn ohne Tradition haben wir alle keine Zukunft. Der letzte Tag geht schnell vorbei. Direkt nach dem Start müssen wir aus dem rollenden Auto Bälle in den Kofferraum eines Dreier BMW Grand Coupé werfen. Das war's von der 14. Cream 21. Uns hat's riesig viel Spaß gemacht. Über die Platzierung sprechen wir jetzt nicht, aber die ist hier auch nicht so wichtig. Wir hatten viel Spaß mit den Autos, viel Spaß mit den Teilnehmern, tolle Abende, tolle Gespräche. Und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr.